So Leute, willkommen zu einem Let's Play zu SCP-87-B. Ein weiteres Projekt von den SCP-Machern. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich weiß nur, es ist scheiße dunkel vor mir. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und weiß nur, dass ich hier irgendwo eingeschlossen bin im Keller und ja. Ich habe keine Ahnung, ob es hier einen Ausweg gibt. Aber das werden wir ja gleich erfahren. Hoffe ich mal. 2. Also ich werde hiervon nur ein Video erstmal machen, weil ich denke, wenn man da einmal durchgelaufen ist, gibt es ja nicht mehr viel zu sehen. Außer Dunkelheit und irgendwelche Hackfressen, die einem ins Gesicht springen. Mach das Radio aus! Mann! Hab ich ein Inventar? Oder eine Lampe? Oder vielleicht zufälligerweise 9mm dabei? Nein! Nein! 4! Rennen kann man auch nicht in dem Spiel. 5! Junge! Schalt das scheiß Radio ab! Mann! Da schmeißt doch mal das Funkgerät irgendwo hin! Sieben. Oh Gott! Hahaha! Da will mich einer trollen. Hahaha. Ich gehe mit meiner Laterne. Und meine Laterne nicht mit mir. Also, nachts sowas zu spielen ist eine scheiß Idee. Oh, eine Kreuzung. Nein. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Puh. Ah! Alter! Hey, hör mal auf, mir ins Ohr zu blasen. Ich hatte erst eine Mittelohrentzündung, du Arsch. 10, 12, 11. Gut, 11 wurde halt mal übersprungen. Also der, der das hier gebaut hat, hat schon eine 1 in Mathe gehabt. Ich hab keine Angst. Nein. 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 Es ist nur dunkel. Hier sind nur Wände. Und ich alleine. Endlosen Keller von den Ludolfs. Oh! Fuck. Mein Herz. Oh mein Gott. Fuck you. Fuck you. Du
kleiner, blöder Geist. Du bist so scheiße. Du machst mir überhaupt keine Angst. Und deswegen gehe ich nach links, weil letztes Mal bin ich nach rechts. Und ich fange an, irgendwelche Scheiße zu labern. Und ich höre Geräusche in meiner Wohnung. Hilfe! 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 Nein, ich habe keine Angst. 19. Ich hab keine Angst, ich hab keine Angst, ich hab keine Angst, ich hab keine Angst. Hallo? Ich bin doch nur der Trollolo, Mann. Mann, lass mich doch mal singen. Sind alle so gemein zu mir. Verdammt. Oh, ein Geländer. Vielleicht ist das das Ende des Kellers. Nein, nach der... Also, jetzt müsste ich ja eigentlich wieder nach links gehen. Sonst denkt ja das Monster, jetzt komm mal, der wechselt die Richtung immer. Muss ja ein bisschen unberechenbar werden hier. Unzurechnungsfähig oder so. Keine Ahnung, Scheiße. Kann ich nicht lesen. Mach ich auch nicht. Ein Airbag-Case ist voll vitaminiert. 24. Wir drehen den Spieß einfach um. Ich mache jetzt dem Typ wieder Angst. Ich komme. Versteck dich, sonst hole ich dich. Du kleiner. Hässlicher. Okay, hat nicht geklappt. Wir lassen den Spieß trotzdem. Anscheinend ist das Funkgerät aus, ich habe hier nämlich keinen Empfang mehr hier oben. Das sagt ja kein Ton mehr. Puh. So, mit der Zeit ist das wie eine Hypnose hier mit dem schwarzen Gang. 28. 28 Stockwerke later. Ach, so zu atmen. Was für ein Mundgeruch. Links. Jo. Mit dem Sterben ist auch einfach mal das Spiel abgestürzt. Wunderbar. Dann sag ich erstmal, ne, muss ich jetzt erstmal erholen, weil mein Puls ist mal wieder so so Atemnot und so. Also, jo. Sag dann mal bis demnächst und das war's erstmal mit SCP-87-B. Peace out, ich bin draußen.